Damit dein Ton vernünftig klingt, brauchst du einen guten Ansatz. Was aber ist ein guter Ansatz und was kann man alles daran falsch machen? Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen Video zeige ich dir 7 grundlegende Ansatzfehlstellungen, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Bleib unbedingt dran! Bevor wir gleich mitten reinspringen ins Thema zur ersten Ansatzfehlstellung, wollte ich dir noch kurz sagen, dass ich eigens für dich einen Übeplan und eine Checkliste entwickelt habe. Der Übeplan soll dir so ein bisschen Struktur geben für dein Üben und die Checkliste, die kannst du einmal abarbeiten, ob du auch wirklich alles dafür hast, was du so brauchst und was doch dein Üben auf ein neues Qualitätsniveau bringt. Diese beiden Sachen kannst du dir herunterladen, wenn du dich in meine E-Mail-Liste einträgst. Dann bekommst du auch noch einmal im Monat circa einen Newsletter, der dir erzählt, was bei mir gerade hier so Neues los ist. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Dann kommen wir mal direkt zu den Ansatzfehlstellungen. Ich habe 7 Punkte zusammengesammelt, die ich so am häufigsten sehe und die dich wirklich davon abhalten, einen schönen Ton zu bekommen. Unser schöner Ton ist ja sozusagen unser Aushängeschild als Flötist. Und wenn der Ton nicht gut klingt, wenn er rauscht oder irgendwelche sonstigen Störgeräusche hat, dann nützen auch die schnellsten Finger nichts. Entscheidend dafür, dass dein Ton schön und nebengeräuschfrei klingt, ist natürlich, dass deine Luft in optimaler Weise in dein Mundloch und auf die gegenüberliegende Mundlochkante trifft. Das kannst du nicht gewährleisten, wenn du die Flöte nach oben verkantest, nach oben oder nach unten. Das ist eine Ansatzfehlstellung, die sich definitiv auf die Qualität des Tones auswirkt. Die Luft kann nicht gut in das Mundloch treffen und heraus kommt ein sehr geräuschhafter Ton. Genauso, wenn ich nach unten verkante, geht viel zu viel Luft daneben. Ich muss auch ständig nachatmen, weil ich einfach einen zu hohen Luftverbrauch habe. Genauso wie nach oben oder nach unten kann ich die Flöte auch nach vorne oder nach hinten verkanten. Der Effekt ist der gleiche. In allen Fällen trifft die Luft nicht und der Ton rauscht. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Es gibt Kollegen, die diesen schiefen Ansatz perfektioniert haben und die trotzdem einen wunderbaren Ton haben. Dazu gehört André Jaunet. Der hat mit extrem schiefem Ansatz gespielt und trotzdem geklungen. Dennoch sollte man selber wirklich darauf achten, die Flöte gerade anzusetzen. Das ist eher eine Ausnahme, dass er das so hinbekommen hat. Die zweite Fehlstellung, die ich oft zu Gesicht bekomme, ist, dass die Flöte zu hoch oder zu tief auf der Unterlippe angesetzt wird. Auch das hat das Rauschen im Ton zur Folge. Und in beiden Fällen bin ich nicht in der Lage, mit der Unterlippe meinen Luftstrom zu lenken. Mein Ansatz und die Flexibilität des Ansatzes ist extrem eingeschränkt. Unser Bestreben ist ja immer, die Flöte rechtwinklig anzusetzen, damit eben die Luft optimal auf die Mundlochkante trifft. Und wenn du die Flöte schief ansetzt, dann ist auch das nicht gewährleistet. Das passiert Anfängern gerne, weil der rechte Arm schwer wird, die Flöte rutscht so ein bisschen runter und schon wird der Ansatz schief. Am besten ist es, wenn deine Luft ganz gerade auf die Mundlochkante trifft
Ob du schief oder gerade bläst, überprüfst du am besten mit Hilfe des Kondenskeiles, der sich bei kalter Flöte auf der gegenüberliegenden Seite der Mundplatte zeigt. Natürlich sollte alles möglichst mittig und gerade passieren. Du sollst die Flöte rechtwinklig ansetzen und nach Möglichkeit auch durch die Lippenmitte blasen. Wenn du aber einen ausgeprägten Zipfel hier in der Oberlippe hast, dann kannst du das nicht. Dann wird dein Luftstrom regelrecht gespalten und das bringt dich tonlich nicht weiter. So muss man einen Plan B entwickeln und um den Zipfel drumherum sein Mundloch bilden. Dadurch rutscht es etwas auf die Seite. Trotzdem kann man seinen Ton kultivieren und schön klingen. Wenn man diese anatomische Besonderheit hat, hat man keine andere Wahl. Es gibt einen Flötisten, Denis Buryakov, der spielt extrem seitlich und er klingt wahnsinnig gut. Also auch das ist natürlich eher eine Ausnahme und wenn du im Begriff bist, Flöte zu lernen, solltest du darauf achten, dass du möglichst mittig dein Mundloch bildest. Wenn du deine Lippen zu sehr spannst, hast du einen komplett starren Ansatz. Du bist nicht variabel mit deiner Unterlippe, kannst deswegen deinen Ton nicht variieren, von Klangfarben keine Rede. Und du kommst natürlich auch nicht gut durch die unterschiedlichen Lagen. Damit einher geht in der Regel, dass du auch ein zu kleines Mundloch hast. Dein Ton ist gepresst und er klingt eng und richtig scharf. Das andere Extrem ist, wenn du deine Lippen sehr entspannt hältst, dann hast du ein zu großes Mundloch und einen offenen Kiefer. Auf die Art und Weise verlierst du extrem viel Luft und hast überhaupt keine Kontrolle über deinen Ton. Bei manchen Anfängern sehe ich das tatsächlich, die das nicht schaffen, den Kiefer zu schließen, das ist ganz schwierig. Ich rede ja viel von Mundinnenraum, dass man, wenn man einen großen Ton haben will, dass man den weiten muss, dass man den Hals weit machen muss, oh, denken. Aber in diesem Fall, wenn jemand das nicht schafft, den Kiefer zu schließen, von vornherein schon so eine große Stellung hat, in dem Fall empfehle ich tatsächlich, ein I zu denken, um überhaupt in diese Richtung zu kommen. Also statt da hilft es auch, sich nochmal an die Mundwinkelspannung zu erinnern, weil wenn du die Mundwinkel etwas spannst, dann schließt du gleichzeitig etwas deinen Kiefer. Was ich manchmal sehe, ist, dass die Oberlippe vorgestülpt wird, wie so ein kleines Dach. Auf die Art und Weise hat man auch gar keine Kontrolle über seinen Ton. Auch hier verliert man viel zu viel Luft und das Wesentliche wird verhindert, nämlich, dass die Unterlippe den Blasstrom lenkt, den Luftstrom. Unterlippe und Unterkiefer, die wirklich zusammenhängen, die beiden regulieren deinen Luftstrom. Und wenn die Oberlippe vorgestülpt wird, ist das einfach gar nicht möglich. Jetzt hast du sehr viel darüber gehört, was man alles falsch machen kann. Aber was ist nun der richtige Ansatz? Diese Punkte schauen wir uns nochmal kurz an. Die Flöte liegt ganz locker an deiner Unterlippe an. Und zwar fühlst du die Kante deines Mundlochs mit deiner Unterlippe. Da, wo das Rote deiner Lippen beginnt, da spürst du deine Kante. Dann schaust du, dass die Flöte möglichst rechtwinklig anliegt und formst
dein Mundloch. Du spannst ein ganz kleines bisschen deine Mundwinkel und schaust, dass in der Lippenmitte eine Öffnung ist. Wenn du diesen Zipfel hast, dann bildest du dein Mundloch etwas seitlich davon. Das ist dann auch kein Problem, das geht ja nicht anders. Aber schau, dass das Mundloch weder zu groß noch zu klein ist. Auf die Art und Weise solltest du eigentlich klarkommen mit deinem Ansatz. Wenn du noch ein bisschen auf der Suche bist nach der Position des richtigen Ansatzes, kannst du ganz toll über Abrollen ihn finden. Du setzt dein Mundloch auf beide Lippen auf und rollst die Flöte von dir weg. Und dann hast du genau die richtige Stelle. Deine Unterlippe fühlt die Kante deines Mundlochs. Und anhand deines Kondenskeils kannst du überprüfen, ob du gerade oder schief bläst. Und das kannst du entweder dir im Spiegel natürlich anschauen, die Flöte muss halt kalt sein dafür, oder du nimmst sie ganz kurz weg und schaust nach, wo deine Luft gerade hingegangen ist. Wenn du so ein bisschen Probleme hast, die Größe deines Mundlochs zu finden, kannst du das auch mal ohne Flöte üben. Man kann das wunderbar trainieren, das Mundloch zu schließen und wieder zu vergrößern. Das wird dir unglaublich helfen, deinen Ton zu modellieren, weil du viel mehr Kontrolle über deine Luft hast. Also wenn du grob dich an diese Sachen hältst und die ganz schlimmen Ansatzfehlstellungen vermeidest, solltest du auch einen ganz vernünftigen Ton haben. Optimieren kann man immer, das ist ganz klar. Es geht immer noch besser, noch lockerer, noch voluminöser, noch facettenreicher. Aber erstmal ist es ja wichtig, dass er funktioniert, am besten auch durch alle Lagen funktioniert und erstmal möglichst nebengeräuscharm ist. Und alles andere ist dann Feintuning. Aber wenn wir hier über Ansatzfehlstellungen reden, dann bist du wahrscheinlich noch eher am Anfang und da gilt es dann erstmal, diese groben Fehler zu vermeiden. Die beste Kontrolle sind nach wie vor deine Ohren. Wenn du bemerkst, dass etwas rauscht im Ton, dann kann es sein, dass du an irgendeiner Stelle noch optimieren kannst. Wenn der Ton klar klingt, rund und wenn du relativ unkompliziert die drei Lagen bedienen kannst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Vielleicht bist du ja durch dieses Video einem Ansatzfehler auf die Spur gekommen und ich rate dir an dieser Stelle, dich unbedingt damit auseinanderzusetzen. Es macht dir das ganze Leben, dein ganzes Flötenleben, was jetzt noch kommt, wirklich deutlich einfacher. Vielleicht ist es ja so, wenn du an einer ganz kleinen Stelle noch optimierst, dass du eine riesengroße Veränderung bewirkst, was deinen Ton anbelangt und natürlich erhöht es dann im Folgenden die Spielfreude bei deinen Stücken. Da der Ansatz bei uns Flötisten so wichtig ist, habe ich natürlich schon einige Videos zum Thema Ansatz gemacht. Die kannst du dir vielleicht bei der Gelegenheit nochmal anschauen. Ansonsten freue ich mich, wenn du in die Kommentare schreibst, ob du vielleicht einen dieser Ansatzfehlstellungen bei dir entdeckt hast und wie du damit umgehst. Ansonsten sehen wir uns bald wieder hier auf meinem Kanal, wenn es wieder um ein neues spannendes Flötenthema geht. Bis dahin!